Immer wieder habt ihr mir jetzt die Frage gestellt, Tobi, was ist eigentlich dein Lieblingsmoment aus der gesamten Jurassic-Reihe? Also inbegriffen ist Jurassic Park, sehr wahrscheinlich auch Jurassic World Camp Cretaceous, die Serie, die ich gar nicht verkehrt finde, und eben Jurassic World. Ich dachte mir, ich mache da einfach mal ein Video drüber und quatsch mal über meine Lieblingsmomente und auch über die Momente im gesamten Jurassic-Franchise, die ich überhaupt nicht leiden konnte. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Okay, um fair zu bleiben, müssen wir das so ein bisschen aufteilen. Wenn ich meine drei Lieblingsmomente aus der gesamten Jurassic-Reihe nennen müsste, wäre Jurassic World überhaupt nicht mit dabei. Deswegen werde ich jetzt hier das Ganze mal splitten, indem wir das so machen, dass ich zuerst meine Lieblingsmomente aus der Jurassic Park-Trilogie mit euch bespreche und danach meine Lieblingsmomente aus der Jurassic World-Trilogie. Momente, die ich im gesamten Jurassic-Franchise überhaupt nicht mag, mal wieder in einen Topf schmeißen. Denn da gibt es tatsächlich auch welche aus Jurassic Park, genauso eben wie auch in Jurassic World. Meine Top 3 Lieblingsmomente aus der Jurassic Park-Trilogie, da müsste ich jetzt mal ein bisschen drüber nachdenken. Ich werde die jetzt hier nicht ranken, das heißt, die Top 3, die ich jetzt in den Raum schmeiße, sind nicht chronologisch nach meinem, was ist besser, was ist schlechter gerankt. Also ich werde die jetzt hier einfach mal ganz kurz so für euch nennen. Unter anderem ist da zum Beispiel der Tod von Eddie Carr. Ja, wir haben jetzt hier einen Tod als meinen Lieblingsmoment, weil ich ganz einfach der Meinung bin, dass der Tod von Eddie Carr was ganz Besonderes ist. Wir haben nicht allzu viele Heldenmomenten oder Heldentode in dem Jurassic-Franchise generell. Heldenmomente, ja. Aber es gibt relativ wenig Leute, die dann wirklich bei dem Versuch, jemanden zu retten, eben sterben. Und Eddie Carr stirbt auf so eine ganz widerliche Art und Weise. Er versucht Ian Malcolm, Sarah Harding und Nick Van Owen mit seinem Fahrzeug von der Klippe hochzuziehen. Also der Truck, in dem sich die drei befinden, hängt über der Klippe und er versucht, sie da nochmal hochzuziehen. Und er geht sogar nicht vom Gas runter, als dann die beiden Tyrannosaurus Rex auftauchen. Eddie versucht dann noch, sein Gewehr zu packen. Das verhakt sich aber in so einem Netz und er schafft es nicht mehr. Wird von einem der beiden Rexe gepackt, in die Luft geschleudert. Der andere fängt ihn dann mit einem gekonnten Biss am Brustkorb auf und dann wird er auseinandergerissen. Und das war's dann mit Eddie Carr. Kurz danach fällt zwar der Van trotzdem die Schlucht runter, weil eben niemand mehr auf das Gaspedal drückt, aber trotzdem hat Eddie mit seiner Aktion den anderen dreien genug Zeit verschafft, dass sie eben die Situation überlebt haben. Und deswegen ist es für mich ein ganz besonderer Moment, als Eddie Carr dann tatsächlich stirbt. Ich kann mir das heute immer noch sehr schwer angucken, obwohl ich Jurassic Park 2 inzwischen auch schon milliardenmal gesehen habe. Für mich auf jeden Fall einer der Top 3 Momente aus Jurassic Park. Jetzt ohne großartig drüber nachzudenken, würde ich auch wirklich sagen, der Kampf Spinosaurus gegen Tyrannosaurus. Ich finde diesen Kampf einfach unfassbar geil und ich kann mich da auch nicht dran satt sehen. Ich mag zum Beispiel auch, dass der Kampf so kurz geht. Das fühlt sich alles sehr knackig an, sehr realistisch an. Es fühlt sich an, als würden da zwei echte Tiere gegeneinander kämpfen. Dass der T-Rex dann da eben den Kampf verliert, da kann man drüber diskutieren. Im Echt wäre es wohl nicht so gewesen, weil der T-Rex schon mit seinem allerersten Biss den Spinosaurus hätte getötet. Aber ey, in der Welt von Jurassic Park und Jurassic World ist eben so, was auch die Serie Camp Cretaceous nochmal gezeigt hat, der Spinosaurus ist ganz einfach mächtiger als der T-Rex in diesem Jurassic-Universum. Man kann es mögen oder eben nicht, aber der Kampf ist auf jeden Fall mitunter einer der geilsten Kämpfe und für mich sogar der geilste Kampf in der gesamten Reihe. Und das, obwohl er so kurz ist, ich finde ihn einfach sehr, sehr knackig, sehr angenehm und vor allem sehr heftig. Gleichzeitig aber auch nicht so überzeichnet wie dann später hier in Indominus Rex gegen Raptor und T-Rex. Das war mir dann persönlich ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Deswegen Spinosaurus gegen T-Rex auch unter meinen Top 3 Momenten des Jurassic Park Franchises. Mein letzter Favorit der Top 3 Momente aus Jurassic Park ist, und jetzt habe ich wirklich schon zwei verscheppert, zwei Momente, jetzt ohne wirklich wieder lang drüber nachzudenken. Ich würde sogar sagen, die Küchenszene aus Jurassic Park 1 finde ich noch geiler als der Moment, wo Dr. Hammond sagt, Welcome to Jurassic Park. Ist das ikonisch? Natürlich ist es ikonisch, ist aber auch nur auf diesen einen Spruch ausgelegt mit der ikonischen Musik dann. Ist alles wunderschön. Auch der Ausbruch des T-Rex ist richtig geil gemacht, aber ich finde, was Kreativität und Storytelling und generell das Filmische angeht, ist diese Küchenszene nahezu ein Meisterwerk. Nicht umsonst hat Jurassic World in der Trilogie das Ganze zweimal kopiert. Einmal in Jurassic World Fallen Kingdom und einmal in
Jurassic World Dominion nochmal mit dem Pyroraptor. Auch im Spiel Jurassic World Aftermath, was ich letztens erst auf Twitch durchgezockt habe, mit euch zusammen. Auch hier haben wir bestimmte Areale, die sehr an die Küchenszene erinnern. Die wird nicht ohne Grund kopiert und ich bin der Meinung, vollkommen zu Recht. Die ist einfach ein Meisterwerk nach guter alter Spielberg-Manier. Meine Top 3 Momente aus Jurassic World. Jetzt müsste ich hier ein bisschen länger überlegen. Und nein, es wird jetzt hier kein Gebäsche geben. Das liegt ganz einfach daran, dass Jurassic World 1 nicht alle guten Momente abbekommen sollen. Ich versuche euch sogar einen aus Jurassic World Dominion mit rauszuziehen. Und ich glaube, ich habe da sogar schon einen. Fangen wir doch einfach gerade mit Jurassic World Dominion an. Das ist der Moment, in dem Macy die ominöse Brücke überquert, was sie eigentlich machen darf, weil sie in Sicherheit bleiben soll. Und dann fährt sie eben über diese Brücke drüber und die sind, glaube ich, in Kanada. Kann das sein, dass das Kanada ist? Wenn es nicht stimmt, sorry. Auf jeden Fall fährt sie über diese Brücke drüber und kommt dann an so einer Baustelle an, wo dann auch ganz viele Bauarbeiter sind und die treffen dann irgendwann auf einen Brontosaurus. War das ein Brontosaurus? Oh Gott, dieser Film verschwimmt so krass in meinem Kopf. Ich meine, es war ein Brontosaurus. Egal, auf jeden Fall, dieser Dinosaurier hier, dieser Langhals, als der sich dann aus den Schneeebenen so emporhebt und dann wird er von den Bauarbeitern mit diesen Lichtern in den Wald geführt und dann kommt dieses Jurassic-Theme ganz stark abgeändert. Dieses, dasselbe Theme wie auch das, was Rexy hat, als sie in Jurassic World 1 am Ende dann da auf diese Empore hochläuft und ist einfach wunderschön gemacht und ich bin jemand, ich mag halt Schnee. Wenn du das dann noch kombinierst mit Dinosauriern, mit dieser melancholischen Musik, muss ich sagen, das ist wirklich einer der Top-Momente der Jurassic World Trilogie und ja, er ist aus Jurassic World Dominion. Wer hätte es gedacht? Jurassic World Fallen Kingdom ist ja für mich wahrscheinlich sogar der beste Film der Jurassic World Reihe, zumindest kann ich den am meisten genießen und es ist sehr paradox, da ich jetzt hier schon sagen muss, ich habe da glaube ich keinen besten Moment der Jurassic World Trilogie. Mir fällt jetzt gerade keiner ein, kein Moment, wo ich sagen würde, das musst du gesehen haben, wenn du Jurassic World magst. Ist ein bisschen schade, weil ich finde, der Film im Insgesamten ist dann doch sehr interessant gewesen, aber ich kann mir jetzt hier nicht irgendwas aus dem Hut zaubern, deswegen machen wir einfach weiter mit Jurassic World 1. Auch schwer. Auch ein Scheißfilm. Und das ist ganz einfach der Moment, wo der Indominus Rex bereits ausgebrochen ist und diese Gruppe von Ingen-Wachleuten hinter dem Indominus Rex her sind. Und dann finden sie ihn aber nicht, weil der hat sich nämlich getarnt. Und dann sehen wir so langsam, wie er sich aus seiner Tarnung herausbegibt und dann langsam Gestalt annimmt. Und wir erkennen, oh, das ist der Indominus Rex. Hat mir sehr gut gefallen. Das, obwohl es eigentlich auch übertrieben ist. Und diese ganze Geschichte von wegen, die Saurier können sich auf einmal tarnen und haben irgendwelche Special Gadgets. Fanden sehr viele blöd. Ich muss sagen, es wurde in Jurassic World so dezent eingesetzt. Ich meine, das war das einzige Mal, wo der Indominus Rex sich wirklich getarnt hat. Das ist so dezent, dass es mir einfach wieder gefallen hat. Ich mag diese kleinen, diese ganz dezenten Momente, die dann wirklich auch im Kopf bleiben. Dieser Moment bleibt definitiv im Kopf, wenn man über Jurassic World redet. Deswegen ganz klar für mich einer der Top-Momente aus Jurassic World, der Indominus Rex und seine Camouflage-Fähigkeit. Finde ich geil. Und Moment Nummer 3, ey, es muss ganz einfach dieser Moment sein, ist das gesamte Intro der Extended-Version von Jurassic World Dominion. Ich habe das damals gesehen und habe mir oder euch sogar auch nochmal irgendwann in einem Video gesagt, ey, ich möchte eine Jurassic World Doku-Serie haben, die einfach nur in dieser Zeit vor 65 Millionen Jahren spielt. Und ey, kurz danach haben wir Prehistoric Planet bekommen, was eine Doku ist, die ich auch jedem von euch nur ans Herz legen kann. Unfassbar geil und sieht zum Großteil sogar noch besser aus als Jurassic World Dominion. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, das Intro von Jurassic World Dominion mit diesem Zeitsprung vor 65 Millionen Jahren ist schon wirklich geil. Habe ich mich darüber aufgeregt, dass auch hier wieder bestimmte Szenen kopiert wurden? Ja, irgendwo schon. Aber ich muss sagen, diesen Schritt zu gehen und uns wirklich auch mal zu zeigen, ey, in der Welt von Jurassic Park könnten ein T-Rex und ein Giganotosaurus aufeinandertreffen. Das funktioniert hier. Da haben mir auch sehr viele gesagt, boah, wie unrealistisch. In echt geht das überhaupt nicht. In der Welt von Jurassic geht das aber eben. In der Welt von Jurassic ist der Spinosaurus mächtiger als der T-Rex und der Giganotosaurus hat auf den T-Rex, er konnte auf den T-Rex treffen. Das ist eben einfach so. Ich fand das eine sehr schöne Sache. Was sie dann damit versucht haben aufzubauen mit dieser Rachegeschichte von Rexy und dem Giga, das habe ich bis heute nicht so ganz verstanden. Aber von der Atmosphäre her und auch von der Machart her ist das auch mit unter meiner Top 3 Momente der gesamten Jurassic World Reihe. Trilogie. Der Jurassic World Trilogie. Kommen wir jetzt mal zu Sachen, die mir überhaupt nicht gefallen haben. Da gehen wir jetzt mal andersrum vor. Wenn ich bei Jurassic World Dominion anfangen müsste, massig Dinge, die mir nicht gepasst haben. Das, was mich wirklich am allermeisten gestört hat, was ich immer wieder betone, ist dieses sich nicht trauen, einen eigenen Film zu machen und den ernst zu nehmen. Dieser bescheuerte Spruch von Dr. Ian Malcolm,
Jurassic World bin ich kein Fan von. Finde ich unangebracht und nervig. Dieses ganze, wir wissen, dass wir nicht so gut sind wie die Originale. Ey, wenn du so einen Film machst, dann vertrau diesem Film gefälligst auch. Und hätte ich nicht gebraucht, finde ich mitunter den nervigsten Satz von irgendeiner Figur aus Jurassic World Dominion. Jurassic World Fallen Kingdom habe ich genau so eine Szene, wo ich mir gedacht habe, das hätte ich jetzt auch nicht gebraucht, zumindest nicht so dargestellt. Der Moment, in dem Owen von einem Pfeil angeschossen wird und dann eben diese Narkose einsetzt und die Lava kommt langsam auf ihm zu. Und er versucht sich dann über diesen Baumstamm drüber zu hangeln. Das hätte ein sehr dramatischer und aufregender Moment sein können. Aber nein, ey, es muss ja lustig sein. Er muss es unbedingt machen wie ein Trottel. Also quasi wie Star-Lord. Und das ist ein Moment, der sehr unangenehm ist, weil er auch nicht lustig ist. Also man weiß auch nicht so ganz genau, ist das jetzt hier als Witz gemeint oder irgendwie nicht. Der Moment kommt halt überhaupt nicht an. Und diese ganze Vulkan-Szene, die in die Luft fliegt, Vulkan geht in die Luft-Szene, ist eh fragwürdig, weiß ich nicht. Obwohl ich den Teil am meisten mag von der Jurassic World-Trilogie, hätte ich die ganze Vulkansache eh nicht gebraucht. Aber das war dann wirklich so die Kirsche auf der Torte des Lächerlichen, wo Owen dann da wirklich so seltsam versucht, der Lava auszuweichen. Das finde ich sogar noch schlimmer als den Moment, wo er seinen Daumen hochhebt, um zu zeigen, ich bin noch am Leben, und der T-Rex-Kopf quetscht ihn irgendwie ein und er macht dann nur so, ey, alles gut, und das soll auch ein Witz sein und ist überhaupt nicht lustig und das ist so unangebracht und unpassend. Ah, Jurassic World, ey. Ja, Jurassic World 1 ist mein Hassmoment, der gesamte Moment, wie der in Dominus ausbricht. Ich verstehe es nicht, warum man sich nicht wirklich 2 Sekunden länger eine Idee überlegt hat, wie das Tier wirklich ausbrechen kann. Ich meine, ey, wir haben in Jurassic World 2 haben wir Umweltaktivisten, in Jurassic Park 2 haben wir auch Umweltaktivisten. Die Thematik ist schon längst da. Wenn du einen neuen Park hast, den du unbedingt eskalieren lassen möchtest, vollkommen klar, wollen wir auch sehen. Warum sagst du da nicht einfach, es ist ein Anschlag von radikalen Umweltaktivisten, die halt die Saurier im Park freilassen? Wäre das nicht eine angenehmere Geschichte, als einfach zu sagen, dass alle Mitarbeiter total blöd sind? Ich meine, was passiert denn? Die Mitarbeiter wissen alle nicht, was der Indominus Rex drauf hat, nur Dr. Henry Wu weiß es. Der Indominus kann sich tarnen. Ja, das macht er dann eben auch. Er kratzt an der Wand und der erste Gedanke, den die Leute bekommen, ist, er muss darüber geklettert sein. Da tauchen mir immer wieder 1000 Fragezeichen auf. Wie kannst du bei einem... Also, das ist ein Dinosaurier, der wurde erschaffen aus ganz vielen verschiedenen Komponenten. Und die haben dieses Gehege von dem Indominus Rex extra abseits gebaut aus Sicherheitsgründen. Wollt ihr mir ernsthaft verkaufen, dass da niemand eine Kamera aufgestellt hat, für den Fall, dass das Tier wirklich ausbrechen würde? Sicherheitsvorkehrungen? Nee, anscheinend nicht. Dann kommt später raus, ey, wir haben so Infrarotdinger in unserer Zentrale. Wir können den eigentlich sehen, wenn der unsichtbar ist, weil wir haben das halt, ne? Der hat ja die Fähigkeit auch. Macht ja auch Sinn, dass wir die Technik dann da haben. Warum benutzt ihr sie dann nicht? Warum geht ihr einfach ins Gehege rein? Es ist eine saudumme Szene und dieser ganze Ausbruch mit Dominus Rex, er ist so traurig, wenn man sich überlegt, wie cool das noch in Jurassic Park 1 gewirkt hat. Und das ist halt hier der Grund, warum der Jurassic World Park eskaliert ist, weil die einfach alle dumm sind. Ey, was ist, wie es ist, ne? Der Moment in Jurassic Park 3, den ich total kappes finde, ist ganz einfach das Ende. Ich meine, wir sehen zumindest im Film selber auch nicht, dass Alan Ellie verrät, dass er auf der Isla Sorna ist. Das kann auch alles offscreen passiert sein, vollkommen klar. Aber der einzige Hinweis, den Ellie eigentlich bekommt, ist am Fluss, als Alan eben untergeht und schreit nur noch, wir sind am Fluss. Und sie weiß direkt Isla Sorna, sie weiß direkt, wo es in der Nähe ist. Und dann kommt dann die Navy irgendwie aus dem Wasser raus, was so ganz seltsam ist. Und da steht aber auch schon ein Typ am Strand. Ich meine, wie ist der da hingekommen? Haben die den erst abgesetzt und sind dann gerade wieder ins Wasser zurückgefahren? Oder wurde er vom Helikopter abgesetzt und die sind nochmal zurückgeflogen, um nochmal cool anzufliegen? Ganz komische Szene, die mag ich am 3. Jurassic Park Film überhaupt nicht. The Lost World gibt es jetzt hier eine Szene, die geht mir einfach nur auf den Sack. Wenn ich diese Szene sehe, denke ich mir jedes Mal, das kann doch nicht euer Ernst sein. Hat nichts mit der Machart zu tun, sondern mehr mit der Figur, die Szene eben auslöst. Und das ist der Moment, in dem der T-Rex sich in das Zeltlager der Gruppe hineinschleicht. Und da gibt es eine saucoole Szene mit Kelly und mit dem T-Rex und mit Sarah. Und Kelly und Sarah verstecken sich dann so vor dem T-Rex und der geht so mit der Nase langsam in das Zelt rein. Auf einmal wacht Carter auf und schreit den T-Rex von der Seite an. Ich komme auf diesen Moment einfach nicht klar. Dieses panische Rumgeschreie,
ich finde das extrem schrecklich. Keine Ahnung. Ich weiß, es soll auch wirklich schrecklich sein, aber mich nervt diese Stelle jedes Mal aufs Neue, weil ich mir jedes Mal denke, halt doch einfach die Schnauze. Wieso denkst du nicht für eine Sekunde mit? Eine Sekunde einfach nur das Gehirn einschalten. Wäre hier Doktor, ich renne vor einer Schlange weg, wäre auch nicht gestorben dann zum Beispiel. Und Carter wäre nicht zertrampelt worden. Es ist, also, nee, das ist wie Leute, die im Stau hupen. Das ist dumm. Jurassic Park 1, oh Gott, jetzt wird's schwierig. Eine Szene, die ich in Jurassic Park 1 nicht mag. Was gibt's denn da, was ich an Jurassic Park 1 nicht mag? Ach so, ganz kurz muss ich noch einwerfen. Jurassic World 1, der CGI-Vogel am Anfang. Schrecklich, finde ich auch extrem kacke. Was ist denn an Jurassic Park 1 nicht so gut wie der Rest? Was hebt sich denn negativ vom Rest ab? Robert Muldoons Tod, aber auch der ist halt total clever und gut geschrieben. Ich meine, der wird aufgebaut von Anfang an. Die Stelle mit dem Triceratops fand ich als Kind immer sehr langweilig. Nehmen wir halt einfach das und lassen es halt so stehen. In diesem Sinne bin ich raus für heute. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.